Hallo ihr draußen an den Empfängnisgeräten. Heute gibt es schon wieder mal ein neues Thema nach Lego und Fahrrad und Kopter und Suppen. Kommt jetzt das iPhone X. Das Gerät habe ich jetzt circa eine Woche im Test oder im Einsatz oder wie man es auch immer nennen will. Und ich wollte euch meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Gerät nicht vorenthalten. Es gibt viel Lob, aber es gibt auch einiges zu kritisieren. Ich bin ein Apple-Janer der ersten Stunde. Naja, stimmt nicht ganz. Ich habe mit dem iMac angefangen. Damals war ich noch so als Fotograf unterwegs und so ein Mac war damals einfach das Teil für Künstler. Ist es heute immer noch so ein bisschen. iMac bin ich absoluter Fan von, das ist hier mein, keine Ahnung, dritter oder vierter, muss ich dazu sagen, kaufe ich auch nicht jedes Mal einen neuen, sondern den habe ich jetzt auch schon wieder, ich glaube, 5 Jahre. Aber selbst mit einem 5 Jahre alten Mac kann man immer noch ordentlich YouTube-Videos schneiden, wie ihr seht, selbst in HD, selbst in 4K, kein Problem. Aber irgendwann möchte ich mal einen neuen haben. Jetzt habe ich gesehen, gibt es den iMac Pro. Trägerwarnung. Aber heute soll es nicht um den iMac geben, sondern es geht um dieses schöne iPhone. Da habe ich gleich, als der Herr von UPS da war, ein kleines Unboxing gedreht. Das ist relativ lang geworden. Da habe ich jetzt aber viel rausgenommen, weil so ein Telefon auspacken ist ja jetzt auch nicht so spannend. Nach dem Intro hier drehe ich jetzt nachher noch so eine kleine Detailansicht, wo ihr mal aufs Telefon gucken könnt und ich euch dann aus meiner Sicht so das ein oder andere Gute und auch das ein oder andere Schlechte zu dem Gerät mal mitteilen wird, so muss es heißen. Ich denke mal, jetzt quaken wir gar nicht mehr lange, sondern dann schalte ich euch gleich runter und dann sehen wir uns am Ende noch mal kurz. Jetzt sind wir da. Auf der Seite steht meine Seriennummer und da oben steht meine Adresse, aber die möchte ich ja hier im Internet nicht so unbedingt öffentlich. Also machen wir mal den ersten kleinen Karton hier auf und schauen. Da drin ist dann natürlich ein zweiter Karton und wie man unschwer erkennen kann, ist da nochmal ein Karton drin. Im Karton. So, und da haben wir jetzt das Gerät der Begierde. Von vorne 256 Giga. Hier unten stehen dann Serialnummern und so weiter. Ich habe bestellt Silber. Ja, steht da unten auch drauf. Müsst ihr mir jetzt glauben. Und jetzt kommt dann gleich der Moment, wo dann die Hose feucht wird bei jedem Apple-Janer. Dann, wenn man an diesem Schnupsi hier zieht und diese Schutzfolie abmacht. Oh, das geht sogar ohne Messer. So, jetzt legen wir das Ding mal hier hin. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Und jetzt machen wir mal den Deckel hoch. Da geht sogar schön leicht hoch. Designed by Apple California. Was haben wir hier drin? Oh, da ist es schon. Hello. Bonjour. Hallo. Der kleine Pinöckel, um die SIM-Karte rauszumachen. Die obligatorischen Apple-Aufkleber. Ja, das ist jetzt nichts Überraschendes. Das kennt man schon. Machen wir das mal ordentlich da wieder rein. Ja. Nächstes Mal da rein. Das ist das eigentliche Gerät. Das legen wir mal zur Seite. Oh Mann, ist das kalt. Uah, das schalte ich im Moment eh nicht an, weil das kommt gerade aus dem LKW und das ist eiskalt. Hier drin haben wir AirPods, also die Apple-Kopfhörer, natürlich mit Kabel. Wäre ja schön, wenn es EarPods waren. Nee, wenn es AirPods wären. Das sind EarPods. Das bringe ich immer durcheinander. Hier diesen schönen Adapter, Lightning auf Klinke. Ein ziemlich kurzes Kabel, kennt man ja auch schon. Machen wir da gleich auch wieder rein, brauche ich nämlich nicht. Ein kleines Netzteilchen, leider nur das kleine, 1 Ampere Ladegerät, also mit Fast Charge ist da nicht viel zu machen. Und jetzt packen wir das da mal wieder rein. Wie war denn das da drin? Also das sind echte Künstler, die bei Apple hier diese Verpackungen machen. Da muss ich echt sagen, also das ist einfach klasse, wie das so aussieht. Also ich habe da wirklich Spaß dran. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, was hat er denn? Ist Pappkarton. Ja, habt ihr recht. So, und jetzt kommt der zweite Orgasmus. Also nicht, dass die Hose nicht schon nass genug wäre.
Jetzt wird es noch besser. Jetzt ziehe ich an dem Ding. Oh, ist das kalt. Und ihr seht auch schon, da beschlägt die Folie richtig, weil das Ding ist arschekalt. Und jetzt habe ich es in der Hand. Endlich habe ich es in der Hand. Und ihr seht, das beschlägt. Meine Hände sind natürlich jetzt, muss ich zugeben, auch ein bisschen feucht. Also ich habe nicht nur eine feuchte Hose, sondern auch feuchte Hände. Optik, legen wir es mal dahin. Wo ist denn mein altes? Das wäre mein altes iPhone 6. Da seht ihr, von der Größe her ist das nicht mal einen großen Unterschied. Aber das werden wir nachher sehen, wenn wir es dann mal anmachen. Vom Display ist natürlich das ein riesen Display und das hier hat natürlich diese Ränder. So, und jetzt machen wir mal eine kleine Pause, bis das Ding mal ein bisschen auf Temperatur gekommen ist und dann würde ich es anmachen. Mache ich immer so im Winter, wenn Geräte wirklich lange im LKW waren, jetzt hier das Ding hat vielleicht 5 Grad, weil draußen ist es arschkalt, dann mache ich die Geräte nie gleich an, sondern ich lasse sie ein bisschen auf Raumtemperatur kommen und dann schalte ich sie an. Also, da sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir jetzt das schöne Stück. Fangen wir mal auf der Rückseite an, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt. Da oben ist die Kamera. Die steht leider ziemlich raus. Das merkt man auch, wenn man es auf den Tisch legt. Ein Tod muss man da sterben. Die Kamera macht allerdings sehr, sehr gute Bilder. Also da bin ich echt wirklich total begeistert von. In Zukunft werden auch alle Detailansichten, die ich so drehe, nicht mehr hier mit der Sony abgedreht, sondern mit der, weil die kann 4K mit 60 Hertz. Da habe ich ein paar Tests gemacht und das, was da rauskommt, ist wirklich total ordentlich. Die Rückseite ist Glas, sehr spiegelnd. Da könnt ihr meine Nase von unten sehen. Da könnt ihr das Mikrofon sehen und da könnt ihr die Kamera sehen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr ordentlich gemacht. Sieht ein bisschen blöd aus, so von unten. Hallo. Das Ganze ist gemacht, weil induktives Laden mit dem Gerät möglich ist. Und da kann man eben keine Metallrückwand nehmen, sondern braucht irgendwie was Glas, was Leitendes. Nein, was nicht Leitendes. So muss es sein. Da ist also so eine Art Spule drin. Und auf der anderen Seite, bei dem Ladegerät ist auch so eine Spule. Und dann wird von der einen Spule in die andere Spule per Induktion eine Spannung induziert. Und dann kann ich das Ding sozusagen kabellos laden. Die Vorderseite, seht ihr schon, muss ich mal kurz reingucken. Da ist das Schloss, zack, nach oben. Machen wir kurz weg. Das ist also mein Homescreen mit meinen Apps, die ich so benutze, wie ihr schon erkennt. Das Display ist ein Traum. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein absoluter Traum. Ich bin allerdings auch absoluter OLED-Fan. Ich habe schon seit knapp einem Jahr einen LG OLED an der Wand hängen zum Fernseh- und Video gucken. Und da bin ich wirklich immer noch total begeistert. Besonders bei Nachtaufnahmen oder HDR-Geschichten ist das ein absoluter Traum. Genauso dieses Display. Erstens ist es natürlich schön groß, von oben bis unten. Die Notch erkennt man jetzt hier nicht, aber die erkennt man nachher noch. Das ist da diese Sensoren-Phalanx, würde man wahrscheinlich bei Enterprise sagen. Die ist da oben so reingebaut. Blickwinkelabhängigkeit wird immer mal angesprochen. Wenn man da so kippt, ändern sich so ein bisschen die Farbtöne. Ich mache euch mal hier im Browser auf, da erkennt das. Das wird dann so ein bisschen bläulich. So ist es schön weiß, so wird es bläulich. Finde ich aber ganz ehrlich überhaupt nicht schlimm, weil ich gucke meistens schon irgendwie ja gerade auf mein Handy und nicht aus 3 Meter Entfernung. Querformat genauso. Also ich gucke ja nicht so auf mein Handy. Also von daher stört mich das persönlich nicht. Rein technisch gesehen ist es einfach ein Argument. Da erkennt man jetzt auch diese Notch. An die gewöhnt man sich allerdings relativ schnell. Viele Apps sind noch nicht so ganz optimal angepasst. Das seht ihr hier unten. Da wird schon relativ viel Platz verschenkt. Da ist sozusagen der Strich. Das ist jetzt, wo man dann in diesen Task Manager kommt, wo man dann hier so hin und her schwappen kann. Das ist von der Programmierung, von der Software her noch nicht so wirklich optimal gelöst an der einen oder anderen Stelle. Selbst bei den, ich sehe gerade, mein Mikro hat sich hier ins Bild geschummelt. Das geht ja gar nicht. Moment, ich muss mal kurz das Mikrofon hier bändigen. Du blöder Hund. Weil der schleicht sich schon mal öfters ins Bild. Merke ich dann irgendwann immer, dass der da so rummacht. Der soll aber nicht.
So, jetzt hatte mich das Mikrofon aus dem Konzept gebracht. Ah, Display, genau. Das ist absolut ein Traum. Vorteil bei dieser OLED-Geschichte neben dem Schwarz, was wirklich schwarz ist, weil wenn sozusagen schwarz ist, ist die LED, also das Leuchtelement, einfach komplett aus. Das ist der Vorteil gegenüber LCD. Da gibt es ja so eine Art Hintergrundbeleuchtung und dann wird es sozusagen abgedimmt, was aber nicht ganz gut funktioniert. Deswegen ist schwarz bei den meisten Geräten eben nicht schwarz, also nicht ganz dunkel, so muss man sagen. Das merkt man auch auf dem Fernseher extrem, gerade bei Nachtaufnahmen ist das echt ein Traum, aber darum geht es ja nicht. Also ich muss sagen, das Display finde ich hervorragend. Ich habe noch nie so satte Farben, scharf, rein von den technischen Daten ist das Samsung, frag mich nicht welches, Galaxy S87, von den Pixel per Inch besser, aber ich habe mir das Ding angeguckt, ich kann das mit meinen Augen gar nicht wahrnehmen. Für mich ist das im Moment, was Display angeht, der Maßstab. Da kommt für mich nichts ran. Geschwindigkeit, muss man auch sagen, ist bei dem Gerät egal, was er macht. Ich habe jetzt nur hier so ein paar Apps als Beispiel auf. Das Problem ist immer, dass ihr dann irgendwelche Sachen seht, die ihr einfach nicht sehen soll, weil ich das Ding natürlich jetzt benutze und nicht völlig leer hier präsentiere. Könnt ihr natürlich dann vielleicht meine Adresse oder mein Telefonbuch sehen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss mich und die Leute einfach auch schützen, dass da keine privaten Daten rauskommen. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Das Display, wie gesagt, absolut top. Die Software, dieses iOS 11, hat viele schöne Features. Die Bedienung ist ein bisschen anders als bei dem normalen, wo man ja hier diesen Knopf hatte. Der ist jetzt einfach nicht mehr da. Aber man gewöhnt sich relativ schnell an die Gesten. Hier runterwischen ist man in diesem Konsolzentrum, wo man dann sozusagen lauter, leiser Musik anmachen kann, wo man das WLAN und solche Geschichten ausmachen kann. Wenn man auf der anderen Seite runterwischt, hat man seine Benachrichtigungszentrale heißt das Ding, da kommt gerade rein, dass Russland irgendwie die Athleten, das ist allerdings schon von gestern. Wenn man so wischt, sieht man seine Geschichten, hier mein nächster Termin, mein Datenverbrauch. Heute ist übrigens Nikolaus, 14.14 Uhr. Das ist alles schon sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir mal kurz zur Face ID, ihr habt es gerade schon mal gesehen, also so ist das Gerät aus. Jetzt muss ich da mal kurz runter gucken, zack, dann geht hier dieses kleine Schloss rüber und dann kann man hochmachen. Das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Also es gibt zwei Vorfälle hatte ich, wenn ich im Bett liege und keine Brille auf habe, habe ich das Handy sehr nah dran, weil ich habe 6 Dioptrien. Wenn das Ding einen halben Meter weg ist, dann kann ich auf dem Handy nichts sehen. Dann gehe ich natürlich da sehr, sehr nah ran. Und dann hat natürlich diese Kamera, die hier drin ist, einfach ein Problem, dass sie wahrscheinlich mein komplettes Gesicht gar nicht auf den Schirm kriegt. Und da hatte ich dann das Problem, dass diese Entsperrung einfach nicht funktioniert hat. Zweiter Fall war im Besprechungszimmer bei uns. Wollte ich es meinem Kumpel zeigen und es ging nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum es nicht ging. Wahrscheinlich wegen den Neonröhren, die an der Decke hingen oder keine Ahnung. Hat einfach nicht funktioniert. Sonst Fahrradhelm auf, Sonnenbrille auf, ein Kopftuch auf, die Mütze auf, den Schal um den Hals gewickelt. Hatte ich bis jetzt nie Probleme. Funktioniert einwandfrei. Funktioniert genauso gut wie Touch ID. Da hatte ich auch immer das Problem. Nasse Finger oder Handschuhe an, dann hat man das Ding auch nicht entsperrt. Kriegt. Genauso ist es hier. Da gibt es auch mal einfach Fälle, wo das nicht funktioniert. Ich hätte es aber schöner gefunden, wenn hier in diesem Apple-Logo einfach dieser Touch-Sensor geblieben wäre, weil das nervt mich bis aufs Messer. Man muss das Gerät anmachen, dann muss man drauf gucken, dann entsperrt es das, aber dann geht sogar das Gerät gar nicht an, sondern man muss jetzt immer noch wischen. Warum muss ich dann wischen? Wenn der mich erkannt und entsperrt hat, dann kann er doch gleich hier auf diesen Homescreen gehen. Ich verstehe das einfach nicht, warum er drauf gucken, entsperren und jetzt muss ich nochmal wischen. Wieso macht er nicht gleich? Früher beim Touch-ID war auch so, draufdrücken und dann hat er das Ding aufgemacht und man konnte hier seine App oder was auch immer machen. Ich hoffe, sie ändern das mal. Das nervt mich total. Ich bin absoluter Effizienzmann. Ich komme aus der Produktion, ich hatte euch sehr schon mal gemacht und ich beschäftige mich mit Prozessen und Abläufen und da finde ich das einfach eine unnötige Verschwendung, dieses Wischen. Also das ärgert mich so ein bisschen.
Ich muss sagen, Touch-ID ist technologisch natürlich eine feine Sache, ist datenschutztechnisch ein absoluter Albtraum. Man munkelt, dass da irgendwelche Daten gespeichert werden und dass, wenn man sich irgendwelche Apps runterlegt, die Entwickler der Apps auf diese Daten zugreifen können, munkelt man. Aber da muss ich ganz klar sagen, ich bin schon mehrmals in die USA gereist und habe alle meine Fingerabdrücke abgegeben bei der Einreise, inklusive eines hübschen Fotos. Von daher hat der NSA von mir wahrscheinlich schon alles, außer meine Fußgröße und meine Penislänge. Die werde ich euch aber auch nicht verraten. Was gibt's zu dem Gerät noch zu sagen? Die Verarbeitung ist Apple-typisch absolut hochwertig. Also jedem Kollegen, Freund, den ich das Gerätchen mal in die Hand nehme, die sind alle von diesem Anfass, von dieser Haptik, von diesem, wie fühlt sich sowas an, sind die alle total begeistert und sind alle immer ganz, oh ja, toll und Nehmt so ein Ding mal in die Hand, dann wisst ihr, was ich meine. Auch die Kritiker von so einem Gerät, nehmt das mal in die Hand und dann wisst ihr so ein bisschen, was so diese Begehrlichkeit auch weckt. Dieser Edelstahlrahmen ist sehr schön, die Glasplatte hier hinten ist super. Es ist einfach von der Optik her ein sehr, sehr schönes Gerät, finde ich. Es ist relativ schwer, was ich persönlich aber ganz gut finde. Ich kann mit großen, schweren Dingen in meiner Hand gut umgehen und das kommt mir da natürlich auch entgegen. Die Größe selber, ich hatte vorher ein iPhone 6, das normale, nicht das große. Von den Außenmaßen her ist das fast identisch. Natürlich ist die Displaygröße einfach größer als beim 6er, aber ich fand bei diesen Plus-Modellen immer das Problem, wenn man das vorne in der Hosentasche hat oder auch so vom in die Hand nehmen, war mir das einfach zu viel Handy. Dann könnte man ja auch gleich sein iPad mitnehmen oder sowas in die Richtung. Also wenn sowas in die Hose zu stecken, ist einfach irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Ich finde das so als Kompromiss von der Außengröße und der Displaygröße, finde ich das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir mal zu den negativen Punkten. Wie gesagt, Touch-ID, dieses Wischen nervt mich. Ganz klar muss man sagen, der Preis 1300 und schieß mich um die Ecke, blende ich euch da unten nochmal ein. Ich habe das 256er Modell, also das große in Anführungszeichen. Ich habe auch noch Apple Care mitgenommen, da ist man dann irgendwo bei 1500 Euro. Das ist schon mal echt eine Hausnummer, muss man sagen. Aber ich habe es nicht bereut. Ich muss aber auch sagen, die Ekstase, die ihr vielleicht gespürt habt beim Unboxing, das ist schon ein paar Tage her, die ist mittlerweile auch ein bisschen verflogen. Das ist für mich einfach auch ein Arbeitsgerät. Ich benutze mein Handy sehr viel. Ich drücke da viel dran rum. Ich gucke bei Facebook, ich gucke bei WhatsApp, ich gucke, was los ist. Ich habe das Ding auch immer dabei. Von daher musste ich halt in diesen preislichen Apfel beißen. Man muss auch mal überlegen, so ein Lego Millennium Falke aus Plastik kostet auch 700 Euro oder ein VW Golf mit ein bisschen Ausstattung ist man auch schnell bei 30.000 Euro. Es gibt einfach viele Sachen heutzutage, die einfach extrem teuer geworden sind. Ich muss mal kurz das Mikro hochmachen. Das ist einfach so. So, jetzt ist das Mikro wieder oben. Ich muss mir mal da irgendwie einen anderen Ständer besorgen. Das Ding klappt hier immer runter. Das ist halt das, wenn man wieder was Billiges kauft. Preislich, wie gesagt, gibt es viele Sachen, die sehr, sehr teuer sind. Eine Rolex kostet auch 8.000 Euro. Wenn man den Materialwert nimmt, ist der auch im Verhältnis zu dem iPhone wahrscheinlich genauso. Und trotzdem wollen viele Leute so eine Rolex haben. Genauso ist es auch bei dem iPhone. Muss man ganz klar sagen, so ein X ist auch irgendwo ein bisschen ein Statussymbol. Ich brauche auch mein Statussymbol, weil ich habe ja kein Auto mehr. Ich gehöre ja zu den Männern, die kein eigenes Auto mehr haben. Wir haben so ein Familienauto. Ich habe aber kein eigenes Auto mehr. Und irgend so ein Statussymbol braucht ja jeder irgendwie. Kaufempfehlung würde ich für dieses Gerät keine aussprechen. Das müsst ihr einfach selber wissen. Ich habe da Spaß dran. Ich kaufe mir auch nicht jedes Jahr ein neues iPhone, sondern ich habe jetzt von 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe 4 Modelle sozusagen ausgelassen. Habe mir dann mal wieder eins gekauft und das nächste wird wahrscheinlich dann auch erst das iPhone 14 oder das iPhone 13 oder sonst was sein. Ich bin niemand, der sich jedes Jahr hier so ein Teil kauft, sondern da kann ich auch ein paar Jahre warten.
Und dann habe ich mir gedacht, na, das 9er war mir zu normal. Das X war halt irgendwie der Hype. Das war der heiße Scheiß und den wollte ich halt auch mal wieder haben. Von daher habe ich den Kauf nicht bereut. Aber man muss es ganz klar sagen, es hat auch so seine Nachteile. Muss man ganz klar sagen. Face ID, wie gesagt, für mich, es funktioniert technologisch ein Traum, datentechnisch Albtraum, ich wiederhole mich. Mir hätte es aber auch so ein Sensor da hinten durchaus gereicht. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Dafür hätten sie vielleicht noch einen größeren Akku reinmachen können. Ah, Akkulaufzeit. Hatte ich da schon was zu gesagt? Ich gucke auf die Uhr. 14 Minuten. Ich glaube, von Akku habe ich noch gar nichts. Ich gehe mal kurz zum Akku. Moment. Hatte ich das? Ja, im Moment bin ich ein bisschen verwirrt teilweise. So. Ihr könnt es wahrscheinlich eh nicht lesen. 4 Stunden 28 Benutzung, 32 Stunden 44 Standby. Akku ist bei 47%, muss ich sagen. Ist für mich persönlich total in Ordnung. Ich denke mal, so ein Power-User, der viel drauf rumdöckelt, kriegt das Ding sicher in einem Tag leer. Ein Normalbenutzer, da wird es sicherlich auch 2 Tage reichen. Bei mir reicht es jetzt im Moment mal so 3 Tage. Wenn ich im Urlaub bin oder eine Flugreise oder im Zug, wo man dann einen Film guckt oder Musik oder so irgendwas, da wird es sicherlich auch schneller alle werden. Geschwindigkeit, da erzähle ich gar nicht drüber. Laut allen Tests, die im Moment so draußen sind, ist das schnellste iPhone, Quatsch, das schnellste Handy auf dem Markt. Dieser AX Bionic irgendwas Chip ist absolut der Bringer. Also da könnt ihr Apps aufmachen ohne Ende, da könnt ihr hin und her wischen ohne Ende, da könnt ihr Geschwindigkeitsrausch ohne Ende, da gehe ich jetzt auch überhaupt nicht drauf ein. Für mich ist auch eher wichtig, so diese Mensch-Maschine, das sind die Nachrichten, die sollt ihr doch gar nicht sehen, Mensch-Maschine-Interface, also die Haptik, die Benutzung. Von der Größe her muss ich noch sagen, ich komme eigentlich sehr gut oben und auch unten dran. Das funktioniert also, man kann da auch mal schnell runterwischen. Da habe ich einfach das Glück, dass ich da gut ausgestattet bin, von Daumen her. Das funktioniert. Ich denke mal, ich kann euch jetzt wahrscheinlich noch 20 Minuten irgendwas erzählen, was ihr wahrscheinlich gar nicht hören wollt, weil wie soll man es einem erklären, der sagt, 1500 Euro für ein Handy, ihr habt wohl nicht alle an der Waffel. Da widerspreche ich auch gar nicht. Also ich versuche auch nicht zu widersprechen. Da muss man schon absoluter Fan sein, aber das Ding war innerhalb von, keine Ahnung, halber Stunde ausverkauft. Teilweise sind die Geräte. Ganz am Anfang habe ich eins gefunden, das fand ich besonders schön. iPhone vom Schamanen schamanisch behandelt, 2500 Euro für ein 64er. Das ist, glaube ich, sogar verkauft worden. Also es gibt unter den Appleianern eine ganze Menge total bekloppte Leute, die wirklich nur damit sie es haben, einfach mal 500 Euro mehr zahlen. Auch in dem Apple-Forum, wo ich da war. Und in dem iPhone-Forum waren Leute, die haben das Ding für 1.319 Euro gekauft, 500 Euro draufgeschlagen, das in dem Forum angeboten und innerhalb von einer halben Stunde war das Ding verkauft. Also da gibt es eine ganze Menge Leute mit Vollschuss, die das einfach haben wollen und das ist auch so ein bisschen das, was Apple einfach auch total gut kann. Also sie können einfach Begehrlichkeiten wechseln. Da haben die Dampfer, glaube ich, von Apple gelernt, also die Hardwarehersteller. Das war bei den iPhones immer schon so. Da sind die Leute nachts vor dem Laden gestanden, damit sie ein Handy kaufen können. Das muss man sich mal reinziehen. Wie bekloppt sind wir eigentlich? Wir übernachten auf der Straße, damit wir ein Handy kaufen können. Also so bekloppt können nicht mal Dampfer sein. Also die haben sich das ja da abgeguckt. Da bin ich mir ganz sicher. Also der HWV wurde von Apple erfunden. Da bin ich mir total sicher. Da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und ich denke mal, mehr kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Das ganze Video wird schon elend lang. An dieser Stelle würde ich jetzt auch einfach wieder hochschalten und mich dann noch schnell von euch verabschieden. Und dann denke ich, mehr kann ich euch da gar nicht sagen. Ihr merkt aber trotzdem ein bisschen Begeisterung. Ein Fazit wird es an der Stelle nicht geben, auch keine Kaufempfehlung. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich so ein iPhone kauft oder ob er sich ein Samsung kauft oder ein Huawei oder ein Fairphone oder wie auch immer. Meine Sicht über dieses iPhone habe ich euch ja vorher schon gesagt. Von daher bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich wie immer von euch zu verabschieden und sage ciao, euer Kersten.